zu Wort gemeldet ist die Frau Bundesministerin Gewessler, bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Damen und Herren Abgeordnete, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit habe ich mir heute vorgenommen, kurz und nur das zu ergänzen, was noch nicht gesagt ist. Ich möchte zum Anfang trotzdem noch mal hinweisen, dieses Gesetz ist ein wesentlicher Baustein für die Versorgungssicherheit im Energiesystem in Österreich und es ist gut, dass wir es jetzt auf den Weg bringen. Es ist vor allem deswegen gut, dass wir es jetzt auf den Weg bringen, weil wir mit der Lösung, die seit 2018 praktiziert wurde in Österreich bei der Kommission, bei der Europäischen Kommission, der Hüterin der Verträge einigermaßen Unmut als Land Österreich auch produziert haben. Das war eine nicht notifizierte Lösung. Wir haben jetzt, und deswegen wirklich danke an diesen gemeinsamen Kraftakt, den wir hier in der letzten Woche hingelegt haben, alle Vorbehalte der Kommission soweit ausgeräumt, alle Fragen gut beantwortet, gute Lösungen finden können, die uns hoffentlich jetzt im Endeffekt auch Vertragsverletzungsverfahren ersparen. Also deswegen herzlichen Dank für die Mitarbeit, für die intensive Mitarbeit auch in der letzten Woche ganz besonders, aber auch in den Wochen davor, dass wir dieses Gesetz heute auf die Reise bringen. Drei Punkte, die ich hervorstreichen möchte. Wir sorgen damit für mehr Transparenz, nicht nur mehr Transparenz in der Ausschreibung, sondern auch Transparenz des Bedarfs am Engpassmanagement. Wir schaffen Verbesserungen, indem wir den Bieterkreis erweitern, indem wir kleinere Anlagen einbeziehen können, indem wir die Industrie mit zum Beispiel Flexibilität in der Produktion einbeziehen können. Damit schaffen wir auch erstmals das Potenzial, dass die Netzreserve erneuerbarer wird. Das ist ein wichtiger Schritt. Und so schaffen wir hiermit eine Regelung, die insgesamt dazu beitragen, dass wir bei potenziell systemkritischen Engpasssituationen in Zukunft kostengünstiger, effizienter, auch erneuerbarer agieren können. Und deswegen bedanke ich mich und hoffe auf breite Unterstützung auch für diesen wichtigen Baustein für die Zukunft unseres Energiesystems in Österreich. Zu den anderen zwei Tagesordnungspunkten handelt es sich vor allem um Covid-bedingte Fristerstreckungen, die dieser Ausnahmesituation, in der wir uns befinden, gerecht werden, sowohl im erneuerbaren Energiesystem als auch im Abfallwirtschaftsgesetz. Ich hoffe, dass wir auch hier breite Unterstützung zusammenkriegen. Herzlichen Dank. Die Umweltministerin war das, Leonore Gewessler.